Ja, wir sind auf dem Weg zur Holstenköste 2017 und holen uns jetzt die Gratis-Köstenstange ab. Der Grund, warum wir da hingehen, ist was gratis. Und Matthias hat mir verboten, einen Schal zu tragen, weil es schon Juni ist. Ja, das geht gar nicht. Schlimm genug, dass wir eine Jacke tragen. Ja, stimmt eigentlich schon. Ist das guter Stoff? Ja, ich glaube schon, riecht zumindest gut. Frisch, ne? Welches möchtest du denn haben? Warum kommt hier nochmal? Ja, stimmt, in deinem Rucksack nicht. Kannst man haben. Und Nathalie, was möchtest du? Mir egal, Woman. Ja, das alles ja, Woman. Ja. Gesehen. Ich lief in der in dieser Parade mit. Das Brot läuft mit. Es lief mit, das Brot. Gleich kommst du zu uns und dann hat unsere Anwesenheit hier endlich einen Sinn. Und wir senken das Altersniveau. Ja. Das wird genauso in der Zeitung zu sehen sein. Das wird sowas in der Zeitung sein. Liebe Neumünsteranerinnen, liebe Neumünsteraner, liebe Gäste von nah und fern, ich begrüße Sie auf das Herzlichste zur offiziellen Eröffnung der 43. Holstenköste. Eigens für diese Veranstaltung hat Bäckermeister Stefan Andresen wieder die Köstenstange nach einer besonderen und Rezeptur gebacken. Und wir freuen uns darauf, diese zur Eröffnung verkosten. Ja, man sieht sehr viel auf meinem... Meine Damen und Herren, nein. Vom 8. bis 11. Juni zelebrieren wir die 43. Holstenköste. Cool feiern ohne Alkohol, lautet das Motto der jungen Bühne. In diesem Jahr ich muss mal kurz und auschecken, wie ich jetzt hier weiterfilme. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Fest am Holstenköste ist echt nervig. Nicht ohne die vielen Mitwirkenden. Oh, ich dachte, gleich probieren Sie das Brot. Das hat dauert. Vereinen... Dr. Olaf Tauras, ich darf Sie bitten, die erste Köstenstange zu verkosten und bei Wohlgefallen für die Bürger der Köste freizugeben. Ja, eben. Jetzt mit vollem Mund, los. Meine Damen und Herren, wir erklären die Köstenstange für den Verzehr geeignet und die Holstenköste 2017 ist hiermit eröffnet. Viel Spaß! Wer ist unser Held? Heilen! Schönen Tag, meine Damen und Herren. Dankeschön. Damit, okay, es geht los. Ja, Wochenende und Sonnenschein haben wir jetzt heute ausgelassen. Das war ein Holiday in Rio, was wir eben gespielt haben, das Stück. Und zum nächsten Stück... Kann ich nur sagen, Brand New Day, ein brandneuer Tag. Was gibt's denn zur Holstenköste? Eine Originalkomposition. Das ist dann jetzt mal der Enterprise. Junge Mann, der Brauch ist. Die machen gar nicht das Becherspiel, aber da stehen Becher. Ich sehe das ganz genau. Alles klar, wollt ihr das Becherspiel? Ja! Hallo, hier gibt's Backfisch. Hallo. Hallo. Ja, die Silter Backfisch. Was sagt er auch? Oh,
eine Schausteller an der Rutsche guckt gerade RTL. Und Mike rutscht die Rutsche, wenn sie höchstens 2 Euro kostet. Und was kostet sie? Bei Regen bestimmt ich geil. Sag 3. Oh, wehe, das kostet 3, wenn Mike da runterrutschen sind. Und tschüss, Mike. Viel Spaß. Und ab dafür. Aber es könnte sich halt auch ein Jahr machen. Ja, ist echt so. Also, die wollen kein Geld von uns. Die wollen RTL gucken. Die wollen lieber weiter RTL gucken. Die Ausrede ist, es ist nass. Ich bin traurig. Ich auch. Also so ein Assi-Fest hier. Und das meine ich ernst. Es ist wirklich ein Assi-Fest. Ja, aber nein, nächstes Mal. Willst du den Pissberg sehen? Ja. Wie gehst du zum Pissberg? Es riecht hier nach Gras. Ja. Willkommen in der Münze. Jetzt kommen Olaf und seine Gang. Die Lechis. Gehst du Klopfer? Ich hab's gehört. Ich hab Klopfer gehört. Ich hab's auch gehört. Ich hab auch Klopfer gehört. Ich weiß sogar nicht, wie es funktioniert jetzt. Sina kann auch an der Scheibe klopfen. Mit der Hände dabei. Ich schäme mich schon voll für das Video. Lass doch. Aber das ist mein Münster. Vielleicht lade ich es einfach nicht hoch, weil es mir so peinlich ist. Das ist mein Münster, da kann man nichts mehr. Video aller Zeiten. Aber egal. Okay, dann tschüss.